Und dann geht es los mit dem Pushback und dann gucken wir mal, ob er uns eindrehen will oder nicht. Wir werden es gleich sehen. Steuerung F12. Prepare for Pushback and Departure und... Nee. Wir werden es schon wieder nicht eindrehen. Was ist denn da los? Komisch. Das muss ich irgendwie in den nächsten Mal nochmal irgendwie ohne Aufnahme ausprobieren. Ob er uns dann eindrehen will. Weil, wenn das jetzt nicht geht, dann werde ich es einfach so machen, dass ich GSX nochmal deinstalliere und nochmal neu installiere und hoffe mal, dass es dann funktioniert. Keine Ahnung, woran das jetzt liegt, dass er uns jetzt wieder nicht eindrehen will. Na naja, gut. Ja, ich werde es nochmal bei ein paar anderen Flugzeugen nochmal ausprobieren. Vielleicht liegt es jetzt auch im A380, weil letztes Mal hat es im A380 auch nicht geklappt. Aber ich habe es auch schon mal mit dem A380 ausprobiert, da hat es funktioniert. Keine Ahnung. Vielleicht muss ich GSX nochmal neu installieren. Vielleicht ist da irgendwo ein Fehler aufgetreten. Na naja, gut, dann wird es einfach nur gerade zurückgehen heute für uns. So. Der Pushback-Truck. Pushback-Truck wird jetzt verbunden mit dem Flugzeug. Ist halt schon schade, wenn wir nicht eingedreht werden, weil das schon so eine coole Sache hier bei GSX ist, dass das Flugzeug halt wirklich passend auf die Linie hinten, auf die Taxi-Linie immer eingedreht wird und so. Ja, was hatten wir beim letzten Flug, dass es nicht funktioniert hat? Da in Berlin-Tegel. Jetzt wieder nicht. Naja, gucken wir mal. Also wie gesagt, ich werde es einfach nochmal ohne Aufnahme ein bisschen mal ausprobieren und mal gucken. Vielleicht dann nochmal GSX neu installieren, dann hoffen wir mal, dass es dann in Zukunft wieder funktioniert. Aber ihr habt ja gesehen, sonst bei den meisten Flügen hat es immer gepasst. So, Release Parking Brake. Okay, wir haben die Freigabe zum Engine Start. Dann warten wir auch nicht mehr lang und beginnen direkt damit mal. Ignition Start und los geht's mit Engine Number 4. Und Engine Number 3 machen wir gleich im Doppelpack sozusagen. Das machen wir es ja, glaube ich, auch immer bei der 747. So, die fahren hoch, wunderbar. Ne, Generator sind noch off. Machen wir es mal on. So, Temperatur steigt auch an und available, wunderbar. Sehr schön. Ja, und, ja, irgendwie, da steht dann wieder so ein Marschaller da und da. Ja, irgendwie läuft da gerade sowas irgendwie wieder nicht so, wie es eigentlich sein soll, keine Ahnung. Na gut, vielleicht muss ich GSX einfach nochmal neu installieren, vielleicht ist da irgendwo ein Fehler aufgetreten. Das könnte ja sein, könnte sein. So, gleich sind die Engines stabilized und dann kommen auch 1 and 2 dazu. Wir müssen halt gucken, wann wir dann das Flugzeug anhalten wollen, beziehungsweise wann wir den Pushback beenden wollen. Kurz in der Taxiway-Linie, würde ich sagen. So, dann kommen jetzt Engines 1 and 2 und einmal anschmeißen, genau. Einmal hochfahren, die beiden. Genau, ich würde jetzt sagen, wir lassen das Flugzeug irgendwie bis, sofern er so weit pusht, das sind ja 100 Meter maximal. Er wird nämlich schon langsamer. Irgendwie hier zurückpushen. Er hält schon an. Okay, wird nichts. Wird nicht weiter. Will nicht weiter zurück. Da ist eine 737-400 im Anflug. Sehen wir sie? Nee. Ach, ist schon schade, dass es nicht klappt mit dem Eindrehen. Oder ist einfach die Linie zu weit weg, dass er sagt, das ist jetzt zu weit, deswegen dreht er nicht ein. Aber das kann doch nicht sein, oder? Please set parking brake. Können wir mal hier machen. Ich sehe sie nicht. Wo ist sie denn? Komm mal, Steuerung. Punkt-Taste. Parking brake set und Engines sind stabilized. Sehr schön. Dann kann die APU direkt auch wieder off. APU bleed off und APU master. So. Sehr gut. Und dann machen wir gleich das After-Start-Procedure, wenn wir hier die Departure, beziehungsweise halt die, nicht die Departure-Clearance, sondern halt die das Hand-Signal bekommen haben. So, Unlocking Gear, sehr gut. Und dann kann es gleich losgehen. Können ja mal die Rollanweisung einschalten. Da lang geht's. Gucken, ob wir ihn sehen vom Cockpit aus, je nachdem, wo er hinläuft. Wahrscheinlich jetzt genau hinter die Säule. Wir werden es ja sehen. Ja, läuft geradeaus. Wobei, der könnte ja mit dem Pushback-Truck dann wieder zurückfahren wahrscheinlich. Weil es ja so einer ist, wo der, glaube ich, an der Seite dran stehen kann. Gucken wir mal, was er macht. Noch läuft er weg. Ich glaube, der da vorne auf der Weste sollte er Qantas draufstehen haben. So, hinten Marschaller. Gucken, wenn er sich umdreht. Also hier steht schon mal Qantas drauf, bei ihm. Beim Pushback-Fahrer. Genau, und bei ihm hier auch nochmal. Je nachdem, was man halt für einen Operator auswählt. Okay, wunderbar. Mach's gut. Ciao. Thank you very much.
Und After Start Procedure. APU Bleed haben wir schon aufgemacht. Ground Spoilers haben wir jetzt. So, Ground Spoilers armed. Rudder Trim ist checked 0. Und Pitch Trim. Bisschen hoch eingestellt. Machen wir mal so. 4.6. Ganz gut. Dann Flaps 1. Und Ecom Status ist checked. APU Master ist schon wieder off und können wir mal gucken, dass wir noch die Ecom Door Page vielleicht hier auswählen. All Doors Closed, wunderbar. Und dann die After Start Checklist. After Start Checklist, APU off, Anti-Ice off, Ecom Status checked, Flaps 1, Spoilers armed, Pitch Trim 4.6, Rudder Trim 0, Hand Signal received, After Start Checklist completed. Und los geht's, Leute, ab mit dem Supervogel, dem A380 von Qantas zur Startbahn Free for Left, hier auf dem schönen Flughafen von Sydney, dem Kingsford Smith International Airport. Und dann machen wir uns auf den Weg, auf den wirklich sehr, sehr langen Flug heute nach Dallas-Fort Worth, zum Dallas-Fort Worth International Airport, der ja zu Dallas und zu Fort Worth gehört. Der liegt ja irgendwo zwischen diesen zwei Städten. So, doch ein bisschen mehr Schub noch geben. Jetzt setzen wir uns in Bewegung und gleich eindrehen. Sehen wir eigentlich jetzt schon auf beim Flightplan, wie lange wir brauchen? Ne, noch nicht. Wird wahrscheinlich später noch dort erscheinen. Und dann wird es so sein, dass wir jetzt halt, wir starten jetzt hier tagsüber, irgendwann um Mittagszeit hier in Australien. Und dann sollte es in den USA, also wir fliegen heute über die Datumsgrenze drüber, weil wir in Richtung, weil wir von Australien aus ja in Richtung Osten fliegen, genau. Fliegt man über die Datumsgrenze. Und ich weiß gar nicht, jetzt sollte es eigentlich dann in nicht in Australien, in den USA sollte es jetzt eigentlich mittlerweile so langsam später Abend bis Nacht schon sein. Genau, und jetzt in Deutschland so langsam hell werden. Wenn man jetzt hier so 13 Uhr so hätte, wird es wahrscheinlich in Deutschland so langsam hell, so 6 Uhr am Morgen oder so. Wir können ja mal kurz gucken aus der Vogelperspektive. Da sieht man das ja. Wobei, es könnte noch hell sein. Das wird so langsam dunkel in den USA. Aber wir fliegen halt dann durch die Nacht und dann kommen wir am nächsten Tag dann um die Mittagszeit in am Flughafen Dallas-Fort Worth International an. So, da kommen auf jeden Fall gerade einige Flugzeuge rein. Da ist auch wieder eins im Final Approach, ein Airbus. Und mehr habe ich nicht gesehen, aber ich glaube ein Airbus A320. Wahrscheinlich auch von Jetstar. Weil Qantas hat, glaube ich, keinen A320. Die haben, ich glaube, einige 737. An den A321, aber auch von Jetstar wahrscheinlich. Wir werden es ja sehen, wir kommen ja dran vorbei. Der braucht ja noch ein bisschen, bis er dann gelandet ist. So, da haben wir einen A330 von Cathay Pacific. Der will sich dann irgendwann auf den Weg machen zum Flughafen in Hongkong. So, genau, ist auch in echt, glaube ich, das Flugzeug, mit dem Cathay Pacific von Sydney nach Hongkong fliegt. Ein A330. So, ein bisschen mehr Schub kann ich mal geben, sonst brauchen wir ewig hier zum Taxiing. Und jetzt geht es nämlich einmal schnurstracks geradeaus an der Bahn entlang. So, wir können noch ein paar Sachen machen. Einmal hier das Nose Light auf Taxi. Das können wir machen und sonst aber. Wobei, das war es eigentlich schon, oder? Ah, ne, Taxiing Procedure, genau. Sichtfenster machen wir mal auf. Machen wir eins auf. Ne, beim Start würde ich jetzt sagen nicht, weil der Flughafen hier doch schon ziemlich viel FPS braucht. Ihr seht, wir haben 16 Bilder pro Sekunde jetzt hier im Schnitt. Und im Sichtfenster und so wird es dann schon ein bisschen so zum Ruckeln kommen, deswegen heute ohne Sichtfenster hier starten. Dann Brake Check machen wir einmal. Da drüben seht ihr übrigens hier das mit dem, diese Anzeige, wie viel Bremsdruck da gerade ist. Also machen wir erstmal Brake Check und Pedal Pressed, checked 0, geht wieder auf 0 zurück. So, schön mittig halten. Jetzt kreuzen wir hier die andere Bahn, was dann die 2-5 von dort ist. In andere Richtung weiß ich gar nicht, was dann für eine ist. So. Wahrscheinlich irgendwas wie. Müssen es dann sein? 11 oder sowas. 11 oder so, ja genau. Ja, wobei, oder eher 9 oder sowas. Irgendwas in dem Dreh. Ne, eher 9. Ne, warte mal. Ne, keine Ahnung. Na egal, ist auch nicht so wichtig. Und Flight Controls kontrollieren wir gerade noch. Können wir das eigentlich uns anzeigen lassen? Ich glaube schon, oder? Gucken wir erstmal, was da vom Flugzeug kommt. Wobei, die können wir uns ja gerade. Das können wir schnell hier. Uns anzeigen lassen, Flight Controls. Genau, da haben wir es. So, jetzt habe ich schon wieder weg.
nochmal. Sobald ich hier am Joystick was mache, geht es wieder weg. Auch von Jetstar, genau. Der hat 23. Gut, dann halt kein Flight Control Check, aber die sollten eigentlich funktionieren. Ja, wir sind heute auch voll betankt. Ich habe jetzt gar nicht groß überlegt, wie viel Kerosin wir mitnehmen. Ich dachte einfach, das ist eh so ein langer Flug. Ist der längste Non-Stop-Flug der Welt, dachte ich mir. Ja, gut. Dann lasst uns auch direkt auf jeden Fall halt mal so viel Kerosin mitnehmen wie möglich. Ich denke mal, das wird auch wahrscheinlich ganz gut sein. So viel werden wir wahrscheinlich auch brauchen. So, Take-Off-Data stellen wir mal ein. Wir haben ja dann dementsprechend heute auch die maximale Beladung. Wisst ihr was, wir rollen jetzt erstmal zur Startbahn. Das ist vielleicht doch besser, als wenn ich es jetzt während dem Rollen hier eingebe. Ja, wobei, vielleicht kriege ich das auch hin. Performance. Und einmal die Tastatureingabe aktivieren. Da starten wir heute auch mit Mantoga. So, V1 bei maximaler Beladung ist 141. Rotate ist 157. Schon relativ hoch und 175 ist V2. So, Flaps sind 1. Und gut, wir könnten jetzt eine Flex Temperature eingeben, aber brauchen wir eigentlich nicht, da wir ja eh. So, hier halten wir nochmal an. Da wir ja eh Mantoga heute beim Start verwenden. So. Halten wir kurz mal an. So, jetzt seht ihr hier sind die. Ja, sind sie? Genau, jetzt sind die Lichter hier sozusagen auf grün umgesprungen. Die zeigen dann wahrscheinlich so an, so rot, man soll anhalten. Und wenn sie auf grün umspringen, darf man wahrscheinlich weiter rollen, genau. Gut, die müssen jetzt eh nochmal kurz stehen bleiben. Achso, ich habe die Rollen, das ist die Tastatureingabe noch an, deswegen habe ich gerade nichts eingeben, nicht die Parking Brake setzen können. So, bevor wir jetzt, das ist eine Delta gelandet. Das wird nicht die Delta jetzt gewesen sein, die Jetstar, oder? Keine Ahnung, oder die ist schon weiter davor gelandet, die Delta Airlines. So, was ich jetzt noch eingeben möchte, ist, müssen wir kurz hier nochmal Rollen aktivieren. Wir geben jetzt einfach mal eine Flex Temperature ein, auch wenn wir es nicht brauchen. Geben wir einfach mal 15 ein. So, das kommt dann hier ein. Hier rein, genau. Müssen wir aber nicht machen, da wir eigentlich heute eh nicht mit Flex starten, sondern mit Mantoga, wie gesagt. So, Auto Brake geht auf Max. Und der TO Config kann ich leider nicht testen, wir können es mal ausprobieren. Steuerung, Shift und T. Ne, geht wieder nicht. Okay, dann eben nicht. Und Flight Instruments sind checked. Mal gucken, vielleicht geht's jetzt, dass es da bleibt. Flight Controls, einmal full. Na, geht schon wieder weg. Gut, dann nicht und dann einmal die Taxi Checklist. Auch wenn es schon ein bisschen spät ist eigentlich für die Taxi Checklist. Flight Controls, sagen wir mal, ist checked. Flight Instruments sind set. Hier müssen wir noch die Reiseflughöhe eindrehen. Das machen wir mal hier. Flight Level 310. Stimmt, das hätte ich eigentlich vorhin machen können, als wir am Gate standen und auf das Boarding gewartet haben, aber egal. Gut, jetzt haben wir es hier gemacht. V1, V-Rotate und V2 are set. Autobreak ist max. Take-off TO Config ist, sagen wir mal, ist tested. Wir haben ja auch Flaps auf 1 und so weiter. Das passt eigentlich alles. Trimmung ist passend eingestellt. Transponder stellen wir mal ein. Beziehungsweise das TCAS ist das ja. So, das haben wir hier auf TARA und above. Dann Takeoff Briefing sagen wir ist completed und Cabin is report. Cabin Report sagen wir ist obtained. Also die Kabine ist informiert. So, dann Before Takeoff Procedure. TCAS haben wir eingestellt. Engine Mode Selector geht wieder auf Norm. Ah, jetzt haben wir es hier. Dann können wir es mal kurz machen. Full up. Ne, erstmal. Nee, full left. Genau. Full right, neutral, full up, full down, neutral, rudder, full left, full right, neutral, passt, okay, checked. So, und die external lights und dann geht's aber auch los, Leute, dann können wir hier starten. Die external lights müssen noch an. Das Strobe auf Auto, Runway turn off on, landing lights on, nose off takeoff. Und dann können wir jetzt eigentlich den Tower kontaktieren und die Freigabe anfordern. Genau, dann noch die Before Takeoff Checklist. Okay, Freigabe haben wir erhalten. Wir erhöhen leicht mal den Schub und rollen auf die Bahn. Können nur mal hier gucken, dass auch kein Flugzeug gerade inbound ist. Das ist der Fall. Parking Brake ist noch on. So. Das Ganze gerade nochmal bestätigen. Und die Before Takeoff Checklist. So, Engine Mode Selector ist normal.
Dann. Packs gehen noch on. Ja, die sind schon on. Okay, wunderbar. Und Take-off-Memo, das sollte eigentlich das hier sein. Spoiler ist nicht armt. Da sollte eigentlich alles jetzt grün sein. Das heißt, man würde jetzt sagen All Green oder No Blue. Also entweder dass halt alles grün ist oder halt nichts mehr Blaues da steht. Das können wir halt jetzt leider nicht ändern, weil wir können die Seatbelt Signs nicht anmachen und TO Config können wir nicht testen. Deswegen, ja, ist jetzt leider nicht alles green, aber gut, damit müssen wir jetzt leben. Das ist halt jetzt so. So, wir nutzen heute möglichst viel Startbahnlänge aus, deswegen probieren wir halt möglichst früh uns hier schon auszurichten. Und dann erhöhen wir den Schub leicht, gucken, dass die Triebwerke stabil laufen. Und dann geht sofort los hier vom Kingsford Smith International Airport. Wir fliegen eigentlich jetzt erstmal direkt auf Sydney drauf zu, beziehungsweise kurz nach dem Start drehen wir sofort nach links ein. So, genau würde ich sagen, erhöhen wir noch ein bisschen die Leistung, gucken, dass die Triebwerke stabil weiterhin laufen, so 60% oder so. Machen wir das jetzt direkt mal. So, Engines are stabilized und dann würde ich sagen, let's go. Take off, ab nach Dallas Fort Worth, ab zum Dallas Fort Worth International Airport in den USA. Wir machen uns auf einen wirklich sehr, sehr langen Langstreckenflug heute. Genau, ich glaube, so einen langen Flug sind wir jetzt hier im Let's Play auch noch nie geflogen. Ist der längste Flug jetzt hier, den wir jetzt hier im Let's Play dann geflogen sind. So, und 100 Knots haben wir erreicht. Jetzt noch 50 bzw. 57 Knoten obendrauf. 120 Knots. Und 140 Knoten. Jetzt kreuzen wir die andere Start-Landebahn gleich. Die ist da vorne, aber davor rotieren wir wahrscheinlich schon. Und Rotate. So, wir ziehen die Nase langsam, gemächlich nach oben und haben einen Positive Climb, also einmal Gear up. Fahrwerk fährt ein und da verlassen wir hier den Kingsford Smith International Airport. Winken nochmal kurz und sind jetzt erstmal lange Zeit in der Luft, genau. So, steigen wir mit 15 Grad. Neigung, gucken wir mal, können noch ein bisschen reinzoomen. Und den Turn nach links fliegen wir jetzt auch noch manual. So, ist aber alles gut verlaufen vom Start und so weiter und so fort. Wir bleiben auch noch bei Mantoga, bis dann hier Leavers Climb Thrust steht. So, können schon mal leicht links eindrehen. Ich würde sagen, wir steigen weiterhin mit 15 Grad Neigung. So, und schön sanft jetzt hier den Left Turn fliegen. Wunderbar. Nicht einstellen Anflug, sondern an den Flughafen. So. Wunderbar. Und wieder langsam ausrichten. Und wir reduzieren auf 10 Grad Neigung. Und gehen auf Climb Thrust. So, Autopilot geht an. Autopilot 1. Wir steigen auf 31.000 Fuß. Genau, jetzt hier schön über Sydney. Gut, jetzt sehen wir den Flughafen nicht mehr da hinten. Der ist jetzt irgendwo hinterm Flugzeug. Genau. Machen die Flaps jetzt ab. Und dann machen wir die After Takeoff Procedure, beziehungsweise, genau. Da müssen wir die Ground Spoilers eigentlich nur disarmen und sonst alles super, genau. Und noch eine Sache müssen wir machen, die Nose Lights off und Runway Turn off gehen auf. So, After Takeoff Checklist würde ich sagen. Engine Mode Selector ist normal. Spoilers sind disarmed, Flaps sind retracted, Landing Gear ist up and Lights out und Exterior Lights sind set und Packs sind on und Altimeters sind set. So, wunderbar, wir sind auf 3000 Fuß, steigen weiter und beschleunigen jetzt erstmal auf 250 Knoten, solange wir unter 10.000 Fuß sind. Der Start ist ja schon mal super verlaufen, auch von Vorbereitung hat halt alles ganz gut geklappt, nur leider halt mit dem Pushback, das hat nicht geklappt, da muss ich echt nochmal gucken. Finde ich ein bisschen schade, dass es halt mit dem Pushback nicht geklappt hat, weil es ist schon eine ganz schöne Sache. Jetzt hier bei GSX halt noch mit dem Pushback und so, wenn man halt da schön eingedreht wird. Ich kann es ja an der Stelle bei dem gleichen Gate einfach noch mit einem anderen Flugzeug ausprobieren. Dann weiß man erstmal, könnte es am Flugzeug liegen. Wenn nicht, dann kann man probiere es mit dem A380 nochmal an einem anderen Gate aus. Und so weiter muss ich mir mal überlegen,
wie ich das genau mache, aber das, ja, falls ihr wisst vielleicht sogar, vielleicht wisst ihr sogar, woran das liegen könnte, dann schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, würde mich auf jeden Fall mal interessieren, weil dann, genau, wüsste ich ja dann sofort, wie ich das Problem beheben kann, also falls ihr auch eine Lösung dann dafür wisst, würde ich mich sehr drüber freuen, wenn ihr mir das unten mal in die Kommentare schreibt, weil es ist schon manchmal echt ärgerlich, wenn es halt da nicht geht, aber ich könnte mir ja schon vorstellen, dass es, ich hatte es ja vorhin mal kurz gesagt, dass das vielleicht so ist, einfach weil die Distanz so lang ist, dass es mehr als 100 Meter ist und deswegen denkt er sich halt dann, gut, geht nicht, weil es ist ja so, dass man, wenn man einen Straight Pushback, also gerade nach hinten haben will, dann kann man ja nur maximal 100 Meter das Flugzeug zurückpushen lassen. Und der hat uns wahrscheinlich jetzt auch da bei diesem Pushback, wo er uns halt da zurückgepusht hat, jetzt nicht weiter als 100 Meter nach hinten weggeschoben. Und das könnte schon so eine Sache sein, dass es wirklich einfach jetzt ist. Das waren jetzt dann. Na? Dass es einfach so ist, weil. Ja, die. Diese Taxiway-Linie da, die da hinten quer halt hinter dem Flugzeug ist, wo wir halt dann langgerollt sind. Weil die halt mehr als 10.000. Ja, nicht 10.000 Fuß, sondern. Mehr als 100 Meter halt vom Flugzeug hinten weg ist. Geht es einfach nicht mit einem Eindrehen. Das könnte echt sein. Daran habe ich noch gar nicht gedacht, das hätte auch in Berlin-Tegel. Wobei, aber in Berlin-Tegel kann man wieder sagen, er hat uns ja eigentlich bis zu der Linie gepusht, als er uns straight zurückgepusht hat. Keine Ahnung, woran das liegt. Keine Ahnung. Na nee, gut, sonst deinstalliere ich und installiere GSX einfach nochmal. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr schönes Add-on, also ich finde es auf jeden Fall ziemlich cool. Und bin auch sehr froh, dass wir das hier verwenden, weil es echt eine coole Sache ist. Aber hoffen wir mal, dass es jetzt in die nächsten Zeit, nächstes Mal, wenn wir dann von dem Flughafen aus, sage ich euch noch nicht von wo, werdet ihr dann bald sehen, nach Madeira fliegen werden. Habe ich mir auch schon überlegt, wo wir starten werden. Dann hoffen wir mal, dass das dann funktioniert mit dem Pushback, aber das werden wir dann sehen.